Ich blick hier schon wieder nicht mehr. Wow. Befinden wir uns am Polarkreis? Alter, hör mir doch auf. Hör mir doch echt mal auf, ey. Wir reisen um die halbe Welt. Und kriegen die geilsten Ausblicke überhaupt. So, was ist denn da drin jetzt? Ich glaube, unser kleiner Bruder meint, der Fa ist die verarscht uns. Ich weiß nicht. Kann man schwer einschätzen. Sie folgt uns aber dennoch. Ich weiß es nicht. Oh, geil. Jetzt haben wir so ein wie eine Schnittansicht vom Innenleben des Gangs. Was sind das da oben für Figuren? Eigentlich muss er nicht mehr so gebückt laufen, aber wo sind wir denn? Ich verstehe es nicht. Wo sind wir? Was? Es war irgendwie. Ja, es war vorauszusehen. Na, toll. Ernsthaft? Eine Spinne. Eine Spinnenlady. Boah. Ist die ekelhaft. Jetzt zieht sie uns umher, oder was? Oh Mann, ey. Der hat aber auch kein Glück mit Frauen, unser großer Bruder. Aber der kleine Bruder hat es immer gesagt. Er hat gesagt, trau der Alten nicht. Hat man wieder nicht gehört. Ist da unten auch schon unser Ausgang? Ah, nee, warte. Okay. Dass die das gar nicht mitkriegt. Ja, lass uns in Ruhe. Komm. Ja, was soll ich denn machen? Die tut uns ja mal wegstoßen. Ah. Müssen wir jetzt die Beinchen rausreißen? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich plädiere auf nicht schuldig. So, nächstes Ding. Ist mir egal. Du hast es nicht anders verdient. Und raus! Lass mich in Ruhe! Ich bin unschuldig. So, zwei Beine und vier hast du noch. Da hast du nicht mit gerechnet, ne? Dass ich die ganze Zeit schon umherrolle. Und zack! War eigentlich so gesehen, hast du ja trotzdem noch ein paar mehr. So, noch eins. Warum streckst du mir auch deine Beinchen entgegen, Lady? Zack! Und nochmal Anlauf nehmen. Bam! Doch das rechte. Und zack! Hopp! So, das letzte noch. Was heißt das letzte? Also eigentlich hast du ja noch welche. Draußen. Oh nein! War klar, dass die uns nicht so gehen lässt. Mann! Und nicht der Bruder. Och nee. Ah, das war. Was ist mit dem Vater los? Was macht der Vater jetzt? Was war das? War das nur ein Albtraum?
Anscheinend nicht. Aber die Höhle fällt in sich zusammen. Oh nein, der kann doch jetzt nicht noch jemanden verlieren. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Der hat schon die Mutter verloren. Wobei, eigentlich haben sie ja beide verloren, ist klar, aber... Der kleine Bruder war dabei. Och nö. Das ist doch scheiße. Ist das. Jetzt. Ja, genau. Wie viel Pech sollen die beiden denn noch haben? Och Mann. Das finde ich jetzt schon ein bisschen schade. Was ist das für ein Baum? Ist das unser eigentliches Ziel? Und wo kommen wir denn hier hin? Ah, hier sind wir. Komm schon, weiter. Wir sind ja richtig. Dieser Baum, der erinnert mich irgendwie so an... Ich weiß nicht, Avatar. So ein bisschen. Gab's da nicht auch so einen schönen Baum? Ach ja. Und der hilft denen jetzt? Oder ist da ein Volk? Sieht so aus, als ob hier jemand wohnen würde. Und wenn ja, wer? Oh nein! Sag bloß, er schafft's nicht. Nee. Sag mal, nein! Och nö. Sagt mir jetzt nicht, er schafft's nicht. Oh Mann. Wenn er runterkommt, ist es zu spät, oder was? Och Mann. Renn. Los, renn. Mann. Lauf so ein bisschen schneller, Mann. Der vor ist ein Marathon und du willst noch Erster werden in den letzten paar Metern. Sei doch ein bisschen schneller, Mann! Dein Bruder ist am Sterben da draußen. Gib Gas! Natürlich balancieren an der Wand entlang. Hechten wollte ich schon sagen, aber schleichen. Hier bleibt ja nichts aus. Wahrscheinlich noch Sprünge. Los, 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 los! Nochmal balancieren. Und jetzt? Hier hoch noch? Wo führt uns das Ganze hin? Ich weiß es nicht. Zur Krone. Hier haben wir ein Nest. Okay, jetzt sind wir hier im Nest. Und weiter? Jetzt hier weiter? Ja, sieht gut aus. Ah, hier oben haben wir so eine Art Quelle. Okay. Da müssen wir was abschöpfen. Ist das wie heiliges Wasser? Dafür lohnt sich der Weg dann auch. Aber ich hoffe, es ist nicht zu spät für den Bruder. Das fände ich jetzt echt ziemlich bescheiden. Wenn unser Bruder wegen dieser dummen Spinne draufgehen würde. Es gibt einen Schnellweg nach unten, okay? Dann lass uns den nehmen. Los, los, los! Ah, dem kannst du bestimmt trauen. Probier's einfach. Okay, das ging schnell, muss man sagen. Och nein! Sag bloß, er hat ihn jetzt auch wirklich verloren.
Was, ich weiß da echt nicht, was ich zu sagen soll. Das ist... Er ist jetzt gestorben. Und unser kleiner Bruder ist natürlich ziemlich betröppelt. Wäre ich auch. Der macht ihm sogar noch das Grab. Obwohl er ja eigentlich auch auf der anderen Seite zurück müsste. Um seinen Vater zu heilen. Ist echt schwierig. Zumal er ja, wie gesagt, ich kann es nur immer wieder sagen, den Verlust von der Mutter ja auch, da war er ja auch dabei. Also es muss ja er gewesen sein eigentlich. Und jetzt hat er nochmal seinen Bruder verloren durch eine blöde Spinne. Die uns trotzdem aber gewissermaßen ja zu unserem Ziel gebracht hat, aber trotzdem, zu welchem Preis, ist die Frage, zu welchem Preis? Dadurch, dass jetzt der Bruder tot ist, das kann's nicht sein. Und auch wenn es schwer fällt, es hilft nichts, es muss weitergehen. Das ist halt einfach krass, das ist... Da fehlen einem die Worte einfach, das ist... naja... In gewisser Art und Weise ist dann nur der Trost, dass es an einem wirklich wunderschönen Ort ist. Der Vogel. Ich dachte, der ist gestorben. Oh, das ist ein An. Ja, das sieht aus wie der Vogel. Die Vogelkatze. Letztes Mal verabschieden und dann geht's schweren Herzens weiter. Das ist aber ein krasser Wechsel jetzt von diesen wunderschönen Bildern wieder zu Regen. Wieder ein Tiefschlag. Und wie so oft sind es auch die Tiere einfach, die irgendwie... Ich weiß nicht.
Tiere haben es irgendwie drauf, für einen da zu sein. Mehr als mancher Mensch. Ist wirklich so. Und wir sind eigentlich an unserem Ziel. Wir sind wieder an unserem Startpunkt. Und es regnet. Hoffentlich ist es jetzt auch nicht schon wieder zu spät. Das wäre noch schlimmer. Wenn der ganze Weg vergebens gewesen wäre. Aber wir schauen einfach und ich denke und hoffe auch, dass es nicht so kommt. Ach ja. Aber man könnte auch denken, der Regen verhofft nichts Gutes und hier hat er wieder seine Probleme. Er hat seinen Bruder nicht mehr da und hat ja immer noch die schlechten Erinnerungen wegen der Mutter. Aber auch sie taucht auf. Leider nur eine Vision, aber du hast das Mittel und es führt kein Weg dran vorbei. Probiere es. Du musst es probieren. Es muss funktionieren. Doch, du musst. Nicht den Kopf hängen lassen. Probier's. Warum nicht? Probier's. Oder gibt es noch einen anderen Weg? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, er muss schwimmen. Aber wie bringe ich ihn jetzt dazu? Er will nicht schwimmen. Vielleicht soll ich mich nochmal alternativ noch irgendwas umgucken. Aber zurück ergibt doch auch keinen Sinn jetzt. Ich denke, er muss schwimmen. Aber hier komme ich auch gar nicht mehr zurück. Aber wie bringe ich ihn dazu, zu schwimmen? Ah, jetzt. Okay. Ah, ich musste die andere Taste gedrückt halten. Die eigentlich für den großen Bruder da war. Ah, okay. Es hat geklappt. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Wirklich, also es ist... Schön zu sehen, dass er nochmal allen Mut zusammenpackt und trotzdem es versucht. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier rüber. Mit diesem Teil. Komm, gib alles! Ja! Gut. Okay, jetzt haben wir hier wieder das nächste Problem. Aber er gibt nicht auf. Einfallsreichtum ist das, was er jetzt hat. So. Ich hab's anscheinend noch rechtzeitig geschafft. Das freut mich wirklich, ey. Also, dass wenigstens teils noch ein Happy End bei rauskommen müsste. Ich hoff's einfach für ihn. Weil... Alles andere wäre irgendwie nicht fair.
es geklappt. Ich denke, wir schauen einfach mal nach, ob es geklappt hat. Und ach, wir kommen jetzt gar nicht mehr rüber. Ha, gehen wir dann hoch zum Grab oder geht's ihm jetzt besser? Wenn, vielleicht ist er ja wieder oben, das wäre die einzig mögliche Schlussfolgerung. Er steht wieder. Er scheint ihm gut zu gehen, wirklich. Da wird der Gang auch etwas leichter und langsamer. Okay, hier kommt die nächste Szene. Er hat auch schon einen neuen Grabstein hin. Für den Bruder, okay. Ja, zuallererst, ich kann den Vater verstehen. Es ist schwer. Wirklich, wenn man nicht nur einen Teil verliert, sondern wenn man auch dann noch jemanden zweiten verliert aus der eigenen Familie. Und es ist auch schon eigentlich eine wahnsinnig gute Leistung in dem Spiel. Es ist darauf ausgelegt, dass man eben mit beiden Brüdern spielt. Dass man beide Brüder benutzen muss, mit beiden interagieren muss und auf einmal stirbt der eine, kurz vor Schluss. Und der andere Bruder ist dann auf sich allein gestellt und muss dann auch über seinen Schatten springen, was das Schwimmen zum Beispiel angeht, und rüberschwimmen, damit er wenigstens seinen Vater noch retten kann. Ja. Alles in allem ein wirklich sehr gelungenes Spiel, muss ich sagen. Das ich echt gerne gespielt habe. Und das einem auch so in mancher Hinsicht, also zum Nachdenken anregt und auch, sagen wir mal, einpackt. Also ich habe mit Teron, also mit Dirk gesprochen, gehabt, weil er das Spiel ja auch. Und habe zu ihm gesagt, so eine Stunde Aufnahme kam mir teilweise dann auch mal vor gut wie 2 Stunden. Gerade hier in bei der letzten Aufnahmesession, wo es darum ging, die Riesen, die dann in diesem Fluss teilweise lagen und ein Blutbad hinterlassen haben, also den Fluss blutrot gefärbt haben, da kam einem das Ganze irgendwie dann schon ziemlich lange vor. Und da war man dann auch mittendrin, weil einfach das Setting gepasst hat, also komplett die Welt, dann die Musik dazu und so weiter. Also es war einfach sehr packend. Dass es so kurz ist, wusste ich allerdings auch nicht. Macht aber auch, wie gesagt, gar nichts, weil irgendwie man hat das Gefühl, es ist, für mich war es so, wenn ich eine, wie gesagt, eine Stunde gespielt habe, kam es mir vor, teilweise wie 2, weil man dann so in der Geschichte drin ist.
und sich da so reinversetzt, dass es einem gar nicht mehr so auffällt, die Zeit. Und ich glaube, so teuer war das Spiel auch so auch nicht. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich meine, da laufen jetzt eh die Credits, da kann ich mal im Browser gucken. Ja, die Leute dürft ihr mittlerweile auch schon kennen. das waren die Credits. Alles klar. Und zwar, Brothers, A Tale of Two Sons, Steam. Da, 14,99. Also es ist ja gar nichts eigentlich. Bei eBay kriegt das für 7,99. Hier 13,99. Also es ist gar nichts. Es ist sehr wenig für das Spiel und es ist wirklich gelungen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, wirklich sich das auch zu holen. Weil es einfach nur geil ist. Ja, jetzt bleibt mir nichts weiteres zu mir zu sagen, außer das war's dann mit diesem Let's Play. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Ich weiß noch nicht, was es ist. Ich lasse mich da mal überraschen. Ich habe ja ein paar Titel auf der Liste, aber ich weiß jetzt noch nicht, welches dann kommt. Und wir werden es dann gemeinsam rausfinden. Und dann noch viel Spaß bei den anderen Let's Plays. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.